Hallo alle Männer, hier ist nochmal GB Verkleidermeister und ich habe dir ja versprochen, in diesem Video eigentlich noch über Castle Greywind und das Rätsel dort zu sprechen. Denn das ist ja im Deutschen nicht so zu lösen und auch im Englischen ist es ein bisschen merkwürdig, wie ich fand. Deshalb werden wir uns jetzt mal wieder nach Wilderbad teleportieren, einfach nur um das zu zeigen. Und die Hinweise nochmal zu vergleichen, auch im Deutschen, weil ich glaube nicht, dass sie die entsprechend eingedeutscht haben, aber ich will es nochmal auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, viertes Mal rennen wir jetzt schon nach Castle Greywind. Das ist unsere neue Heimatbasis. Und ja, jetzt müssen wir bloß noch eben die entsprechenden Hinweise finden. Müssen uns natürlich auch wieder vor Feuer schützen. Oder ist auch nicht zwingend notwendig, aber wir machen es einfach mal. Denn wir können es ja zur Not auch teleportieren. Holen wir uns den ersten Hinweis. Wenn wir ihn dann wiederfinden. Hier saß ja einst Greywind höchstpersönlich. Und da ist noch mehr Feuer. Und hier ist ein Hinweis. Greywind, der Illusionist, zeugte zwei Söhne und eine Tochter. Den Erstgeborenen nannte er Regran. Und der zweite Sohn ermordete Regran, um den Thron zu bekommen. So, Regran ist, der Erstgeborene. Und das ist eigentlich gar nicht mal so wichtig, aber der Name ist vor allen Dingen wichtig. Regran, denn das bedeutet etwas. Später brachte er sich selbst um und hinterließ nur unsere Tochter, eine wunderschöne Klerikerin, die den Thron erbte. Im Englischen Klerikerin Cleric. Und das ist wichtig. Also insofern ist schon Klerikerin falsch. Also im Deutschen. Man kann das nicht lösen, wenn die Bezeichnung Klerikerin ist. Es muss schon Cleric sein, der englische Begriff. Sonst funktioniert das nicht. So, das ist nämlich der erste Hinweis hier, den man eigentlich kriegt. Also Cleric und Regran sind so die Hinweise. Und, das ist auch wichtig. Ich kann mich auch ein bisschen verbrennen. Und hier steht leider nicht dabei, was Regran eigentlich macht. Es geht nämlich nicht nur darum, dass Regran der Erstgeborene ist. Aber vielleicht steht das ja bei den anderen dabei. Das muss ich jetzt nochmal überprüfen. Renn einfach mal so durch. So. Und ja, das ist der Text, den ich im Deutschen gar nicht lesen kann, weil der Text so schnell vorbeigeht. Eine Tochter, tja. Und den Zweitgeborenen nannte er Rehark. Das ist also der Zweitgeborene. Rehark brachte seinen Bruder um den Thron zu bekommen. Also Rehark hat Regran umgebracht. Später brachte er sich aber selber um. Und nur die Tochter, eine schöne Klerikerin, blieb, um den Thron zu besteigen. So, das sind die beiden Hinweise, die man kriegt. Und das ist im Grunde genommen nicht sehr hilfreich, weil es muss, der Hinweis fehlt uns, was für eine, ja, was die eigentlich gemacht haben. Also nochmal die Throne. Uns fehlt der Hinweis, was sie gemacht haben in ihrem Leben. Denn das ist wichtig. Magisches Wasser fließt. Wo? Fließt in den Backen der. In den Becken der magischen Höhle. Nicht in den Backen der magischen Höhle, sondern in den Becken. Ist nicht alles Gold, was glänzt? Okay, das wissen wir jetzt ja inzwischen. Ja. Und ich kann nur vermuten, dass es aufgrund der Sprachlimitierung oder beziehungsweise der Zeichenlimitierung irgendwie verschütt gegangen ist. Beziehungsweise, dass man den Text gar nicht lesen kann. Und wer auch immer Rafa ist oder Rafa, verschwand hier am 491 Tag 5 und das hat keine Relevanz zu dem Rätsel, was man hier eigentlich lösen muss. Also das sind die beiden Hinweise, die man kriegt und die sind für sich genommen einfach nicht ausreichend, um dieses Rätsel zu lösen. Also, wie nannte Greywind seine Tochter die Klerikerin? Das kann man eigentlich nur rückwirkend sozusagen lösen und auch nur mit der Information, was Rehark und Regran eigentlich für eine Klasse hatten. Und das wird im Englischen nämlich erwähnt. Nämlich Rehark ist ein Archer gewesen, also ein Bogenschütze.
So. Und Regran war ein Ranger, also ein Waldläufer. Und wenn man das jetzt, wenn man die beiden jetzt sozusagen in Verbindung setzt, ich kann das ja mal hier mit einem Good Old Editor simulieren, damit man das mal sieht, was ich eigentlich meine. Das ist dann die visuelle Unterstützung davon. Also, der Erstgeborene heißt Regran. Der Zweite ist Rehag. Und ja, Dritte oder auch Schwester von Rehag war halt, ja, Klerikerin. Oder Alt-Cleric im Englischen. So. So, Regran war ein Ranger. Und Rehag war ein Archer. So, und wir haben jetzt schon die Klasse für die Tochter, allerdings nicht ihren Namen. Der Name fehlt uns. So, und wir müssen jetzt quasi rausfinden, was, wie man den Namen jetzt rauskriegen könnte. Was ja dann Circle wäre. Letzten Endes. Aber wie kommt man darauf? Tja, das kommt, wenn man hier entsprechend in der Mitte so einen Bindestrich setzt, dann hat man zumindest schon mal einen Indikator dafür. Es ist quasi R-A-N, Rain, und dann fehlt hier noch das Jer. Und das ist dann quasi die ersten drei Buchstaben, aber rückwärts. G-E-R. Und dann hat man Ranger vorwärts und Jer rückwärts. Und dann kommt man auf Ranger. Und dasselbe bei Archer. Archer vorwärts, Arc. Und dann Her. Und dann kommt man auf Archer. So. Und wie wäre das jetzt bei Cleric? Also, der Logik nachzufolge müsste es eigentlich sein. Und da merkt man schon, dass es im Deutsch mit Waldläufer und Bogenschütze überhaupt nicht funktioniert, weil die Namen haben sich überhaupt nicht angepasst. Also ist das Rätsel so gar nicht zu lösen. Im Deutschen, aber auch im Englischen hat es ein Problem, nämlich jetzt. Denn wie wäre das denn, wenn man der Logik folgt, dann hier im Englischen, wo es ja eigentlich richtig sein müsste, dann wäre es ja dann also Bindestrich und Rick und rückwärts ELC. ELC. Also es wäre Elric. Elric müsste es ja dann sein. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ja, muss ja, oder? Also Klee ist. Nee, Quatsch. Ach, Unsinn. Unsinn, vergesst es, vergesst es. Da fängt schon nämlich schon an. Das erste kommt zuletzt. So. Also Klee. So, das ist schon mal richtig. Nicht wahr? Das ist das letzte, Klee. So, das ist schon richtig. So, jetzt allerdings fehlt noch H-E-R. Oder doch, ist doch richtig? Moment mal. Ach, ich habe jetzt gerade einen Gierendreher drin. Ger umgedreht und Rick umgedreht ist... Circle. Doch, es passt. Alles klar, vergesst, was ich gesagt habe. Das ist, also ist es doch richtig. Ja, das englische Rätsel, das wäre zu dämlich, wenn es nicht so wäre. Ich dachte nämlich, das wäre irgendwie anders jetzt hier aufgeteilt, aber das passt ja dann. Das ist Circle, ja. Und das ist dann im Deutschen natürlich Kreis. Geht natürlich mit Waldläufer und Bogenschütze überhaupt nicht. Wenn die Namen vollkommen gleich sind, man kriegt ja keine Verbindung zwischen Regran und Waldläufer hin. Wie soll das denn gehen? Man kriegt ja auch keine Verbindung zwischen Re-Arc und Bogenschütze. Wie soll das denn gehen? Und dementsprechend kommt man auch nicht auf Klerikerin. Und dann wäre es ja irgendwie Kleri. Ja, weil die Namen haben ja auch. Das sind ja auch keine sechs Buchstaben nicht mehr. Das ist ja. Selbst Kleriker wäre immer noch ein Buchstabe zu viel. Sozusagen, das wären sieben Buchstaben. Und da kann man da keine Mitte finden, sozusagen. Hier bei sechs Buchstaben geht es natürlich, dass man eine Mitte findet und dass man überhaupt schon mal eine Verbindung gesehen hat, wie das ungefähr aufgebaut ist. Man kriegt ja quasi zwei Beispiele, wie es eigentlich sein müsste oder nach welcher Methode Greywind seine Kinder benannt hat. Er hat sie benannt, er hat ihre Klasse genommen, was sie gemacht haben, Archer, Ranger und Cleric, und hat dann eben die Buchstaben so ein bisschen gedreht oder von einer Seite genommen und dann entsprechend umgedreht. Und dann kann man den Rückschluss von Cleric auf Circle finden natürlich. Ja? Aber nur da geht's dann auch.
Und was dann dazu kommt, ist, dass im Deutschen natürlich dann auch Klerikerin das eigentlich wäre. So dass die weibliche Version natürlich dann auch nochmal einen zusätzlichen Faktor, Unsicherheitsfaktor reinbringt. Ich habe jetzt hier, selbst mit Klerikerin bleibt es immer noch ungerade sozusagen. Also von daher würde man immer noch keine Mitte finden. Also wie man es dreht und wendet, es ist leider nicht möglich, dieses Rätsel dann im Deutschen zu lösen. Aber da gibt es ja viele. Es gibt viele von diesen Rätseln. Die einzigen Rätsel, die im Deutschen wirklich gut getroffen sind, weitestgehend zumindest, sind diejenigen, wo man vorher sozusagen auch die Frage logisch hat, so zum Beispiel Flüsse, die nicht ins Meer fließen und Salz in sich tragen, das sind dann halt Tränen, das macht ja auch noch Sinn. Das ist recht einfach zu beantworten, aber alles, was so ein bisschen komplizierter ist und wo man quasi Hinweise zusammenfügen muss und was auch auf der englischen Sprache im Grunde genommen basiert, was man so ins Deutsche nur wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Mühe und Not übersetzen könnte, das haben sie hier halt nicht gemacht. Ich meine, das kann man denen eigentlich auch nicht vorwerfen zu der Zeit. Ich weiß gar nicht, ob sie die Möglichkeiten dazu hatten, das Ganze entsprechend. Man muss ja auch dann die Texte entsprechend anpassen, man muss die interne Spielstruktur ein Stück weit, glaube ich, dann auch verändern, damit das angenommen wird oder damit das alles so ineinander greift. Ne? Und das wurde, glaube ich, einfach nicht gemacht. Aber das wollte ich nochmal zeigen, das ist hier quasi das Rätsel von Greywind und beim nächsten Mal erkunden wir dann die Ruinen oder das Gewölbe unter Glutgipfel, damit wir da, oder auch Glutgipfel generell, da waren ja noch ein paar Schatztruhen offen. Und ja, danach gucken wir mal, was wir da machen. Es gibt ja noch einiges zu tun. Ja, das war Chibi Wackadalmeister mit einem kleinen Infovideo zu Greywind Rätsel. Bis dahin.